Schönen guten Abend, das ist DAPtext heute. Wir sind zu Gast im Moritzhof. Vielen Dank für die Einladung. Und DAPtext kommt hier aus Magdeburg. Wir sind eigentlich aus Rothensee. Der gute Götz wohnt da noch immer. Ich habe mich dann immerhin hochgearbeitet bis nach Stadtfeld. Das ist hier auf halber Strecke sozusagen, treffen wir uns wieder. Wir haben ziemlich lange zusammen in Rothensee gewohnt. Wir sind schon zusammen zum Kindergarten gegangen bei Tante Jutta. Jedenfalls haben wir zusammen dort unsere Kindheit und Jugend verbracht und Rothensee ist ja ein ziemlich besonderer Ort seiner Zeit gewesen. Man kann das mit der heutigen Situation gar nicht vergleichen. Wir hatten da einen dieser vielen Hotspots, dieser industriellen Hotspots in Magdeburg. Da gab es eine Großgaserei mit einem riesengroßen Gasometer gegenüber von der Schule. Es gab ein ganz wunderbares Braunkohlekraftwerk. Götz, was gab es noch? Asbestzementwerk. Dann? Stahlgießerei. NVA und Polizei. Also das war schon eine tolle Gegend. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich hätten wir damals alle Mundschutz tragen müssen in diesem Ort. Und wenn wir das gemacht hätten, hätte wahrscheinlich die Staatsmacht irgendwie sich eingemischt, nehme ich an. Jedenfalls haben wir einen Song gemacht, der tatsächlich etwas mit unserer alten Heimat Rothensee zu tun hat. Und der heißt tatsächlich auch noch Rothensee. Wen wundert's? Der Koks war schwarz, die Himmel rot, die Halden gefährlich, die Großväter tot. Der kleine Trompeter spielte den Blues. All unsere Kameraden vergaßen wir später. Der Hand vom Bleirohr machte nicht high, die Hemden aus Plaste und Woodstock vorbei. Zwischen Bunker und Teersee am Baggerloch, die Flakhelfertochter, anderes tat mehr weh. Schwarz. Der Plan ging nicht auf. Die Ingenieure schwitzten, die Politiker auch. Das Schweigen der Väter, die Mütter räumten auf. Die Nachrichten logen, keine Zeit für Verräter. Der Koks ist jetzt weiß. Das Geld ist frisch, die Luft ist sauber. Fremde Früchte auf dem Tisch. Die Versprechen rosten eher, Tabletten für die Nacht. Auf den Halden wachsen Blumen, die Kriege kommen näher. Musik.
Roten See, meine Damen und Herren, das ist sozusagen der Ort, aus dem wir stammen. Und wir machen ja nicht Singer-Songwriting, wie man jetzt vielleicht schon gehört hat. Das ist eher so eine Art Songs and Stories, oder Songs sind es ja eigentlich auch nicht so ganz genau. Sounds and Stories kann man es auch nennen. Das ist in den letzten Jahren sozusagen ein Produkt, was wir gemeinsam entwickelt haben und immer wieder mal so ein bisschen fortschreiben mit unterschiedlichen Partnern, jetzt gerade in einer Duo-Variante. Und wir bleiben noch ein bisschen in der Region, denn natürlich ist dann, wo Rotensee aufhört, ja nicht die Welt zu Ende, wie wir schon als Kinder ziemlich rasch gemerkt haben, denn danach kommt Acker. Und in der Region ist der Acker natürlich ein ziemlich besonderer Acker. Also da wächst viel, zum Beispiel Rüben. Und der gute Bauer weiß, guter Acker, gute Rüben, gutes Geld. Leider gab es zu DDR-Zeiten aber noch keine chemische Keule. Deswegen hatte man lauter kleine Steppkes, die da über den Rübenacker hirschten und die Rüben verzogen, weghackten, Unkraut wegmachten, bis zum Horizont eine Reihe hoch und dann wieder die Reihe runter. Götz, was hast du gemacht? Kartoffeln eingemietet. Hinter Wolmerstedt Kartoffeln eingemietet. Okay. Große Kartoffeln. Andretta ist eine Sorte. Gab es da Deputat? Konntest du welche mit nach Hause nehmen? Gut, das war bei den Zuckerrüben leider schwierig. Von den Zuckerrüben hatte man nicht so viel. Das Einzige, nur wenn sozusagen tatsächlich es auf den Herbst zuging, dann schnitt man die auseinander, beziehungsweise hüllte die aus und machte so kleine Gespensterköpfe. Das, was man heute mit den Kürbissen macht, das machte man damals mit Rüben. Das war sozusagen unser kleines Halloween in Rotensee. Und lange Vorrede, kurzer Sinn. Wir reden jetzt über Börde-Oktober, die Rüben. Und das Ganze beginnt natürlich klassischerweise auch noch mit einem Trecker und nicht mit irgendeinem, sondern mit einem echten Lanz. Wie viel PS hat so ein Ding? Weiß gar nicht. Ja, viel hat es nicht, ne? Aber schweinemäßig laut ist er. Fegte die Schnitterkasernen leer. Es waren die Verhältnisse und die ließen die Dinge auf dem Heim. Hallo, hey. Und noch immer wie Dampfflüge schnaufen die Sachodi Sabodi Zuckerfabriken. Hier kocht die Ernte zu schwarzem Silo, der klebt wie der Acker am Schuh. Lässt nicht los, Haxen abkratzen, so werden hier Gäste empfangen. Thank you.
Mosaik unserer Kindheit waren selbst die Ritter Rübenbarone. No smashing pumpkins. Wir schnitzen die Herbstgeister aus dem Fleisch der Rüben. Das Schwarz wurde vom Kerzenlicht und roch wie Malzbier. Hallo. Hey, hey. Wir sind die Hackfruchtzwerge. Verzogen wurden nur die Rüben. Im Hackschritt durch die Furchen, so wuchs der Bördeblues. Jetzt ziehen Satelliten die Maschinen aus dem Land. Den Rücken machen wir für andere Dinge krumm. Bulldog. Und wir hatten ein Programm eigentlich in den letzten anderthalb Jahren vorbereitet, wo es ein bisschen auch um Geschichte geht. Wir sind ja beide in einem Alter, wo man dann auch nachdenkt, wo kommen wir eigentlich her, wo können wir auch noch schaffen hinzukommen. Wir zusammen sind wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt zusammenzählen, schon deutlich Risikogruppe. Also 100x, ja? Also ist schon eine ganze Menge jedenfalls. Und wir sind ja auch eine Generation, ich ziehe mal Götz mit rein, der ist ein bisschen jünger, aber im Prinzip sind wir ja auch eine Generation, die mit der Mauer oder im Schatten der Mauer aufgewachsen ist. Und in diesem 30-jährigen Jubiläumsstadium, 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Wiedervereinigung, 30 Jahre dies, das und jenes, wollten wir eigentlich auch so ein kleines Stückchen dazu machen. Aber es ist relativ viel gesagt. Wir wissen ja, dass... wie soll ich sagen, der Ostdeutsche irgendwie anders ist. Warum ist er denn so, wie er ist? Und warum ist er nicht so wie andere? Und warum benimmt er sich so, wie er sich so benimmt? Das sind ja immer die Fragen, die da so debattiert werden. Und deswegen machen wir das mal mit Erinnerungen. Götz guckt kritisch, was ist los? Ich erinnere mich. Ja, okay. Ich hatte die... Du bist ja auch der Meinung, dass das kein Unrechtsstaat war, oder? Da sag ich doch. Aber ich habe jetzt einen alten Begriff wieder entdeckt, der vormundschaftliche Staat. Den finde ich eigentlich ziemlich passend. Aber Schluss mit der Debatte jetzt, Götz. Find es einfach gut jetzt. Nein, aber du sollst es gut finden. Erinnerungen, meine Damen und Herren. Aus dem Fenster schaue, dann sehe ich auf einen alten Schlachthof. Manchmal riecht es nach morschen Knochen. Früher waren die Läden mittags geschlossen und abends gab es einen Sendeschluss. Die Welt war überschaubar, gut und böse. Sind die Hunde der Erinnerungen, die nachts umherstreifen. Meine Oma
hatte einen Beutel mit alten Worten. Eines davon hieß Markenbutter. Wenn wir Kohlen aus dem Keller holten, schlugen wir mit dem Eimer gegen die Wände. So hofften wir, die Ratten zu verjagen. Bis heute habe ich keinen Antrag gestellt. Vielleicht habe ich gar keine Akte. Als Jimi Hendrix starb, war ich zu jung. Als Johnny Rotten starb, war ich bei der Armee. Als Kurt Cobain starb, war ich zu alt. Scheiß Babyboomer. Am Tag danach sind wir nach Helmstedt gefahren. Dort habe ich meine erste Kiwi gegessen. Mein erstes Dreirad war rot. Welche Farbe mein erstes Handy hatte, mal vergessen. Als Ulrike Meinhof beerdigt wurde, flimmerten in unserem Wohnzimmer die Bilder noch schwarz-weiß. Mit ihren Wattejacken sahen die russischen Soldaten so aus, als kämen sie direkt aus Stalingrad. Anders als wir wussten sie, was ihre Großväter getan hatten. Als Deutschland Weltmeister wurde, soff der Keller ab. Die Feuerwehr kam erst nach der Verlängerung. Als wir in New York gelandet waren, standen die Türme nicht mehr. Das Loch hatte ich mir tiefer vorgestellt. Thank you.
erstes Flutlichtspiel war FCM gegen Bayern München. Zur Halbzeit pinkelten die Männer vom Stadionhang. Mein Vater brachte von der ersten Westreise eine Tom Waits-Platte mit. Weil die so komisch klang, dachten wir, sie wäre kaputt. Bußweg da, Budet Zonze. Bußweg da, Budet Nerba. Bußweg da. Ich hatte eine russische Brieffreundin. Manchmal gab es Hirn mit Ei. Mutter sagte, das mache uns klüger. Götz Günther an der Gitarre. Schönen Dank. Am Mikrofon. Bitte. Ja. Wir haben jetzt sehr viel Erinnerungen gemacht. Erinnerung hin, Erinnerung hoch, Erinnerung runter. In jedes Programm gehört, ich mache das mal so, ja. Das ist eine brasilianische Regendonnertrommel. Ja, den könnten wir gebrauchen, aber es passt jetzt gar nicht ins Programm, das Ding, weil wir wollten über Liebe reden. Das ist ja der nächste große Themenblock, den sich Männer in unserem Alter nicht mehr widmen. Also nicht so richtig, sondern nur noch so ein bisschen abschätzend nach dem Motto, dieses Liebesding haben wir schon hinter uns, was soll das jetzt für ein Scheiß sein? Ja, so alte, liebesermüdete. Der Faust hat schon irgendwo einen Kontrakt da geschlossen. Der. Naja, wir müssen das nicht weiter ausführen an dieser Stelle, aber ein Liebeslied gehört ins Programm, mein Guter. Und wir kennen ja alle diese Geschichte vom Marathon, wo der Läufer zurückkehrt, sagt, wir haben gewonnen und dann tot umfällt. Und das ist der Ausgangspunkt für dieses kleine Liedchen zum Thema. Ja, verausgabt halt. Ja, und das Zusammenleben ist ein Marathon, mein Guter. Du wohnst, wie lange lebst du mit deiner Frau, ne? Sind 3 Jahrzehnte? 4. Nee, 3. Ja. Ja, bei mir sind es 3,5. Und ich bereue nichts. Na, Marathon eben. Man muss Langstreckenläufer sein. Los jetzt. Botenwalzer. Tanz mit mir den Marathon. Der Bote liegt im Kühlhaus schon. Die Nachricht ließ uns beide kalt. Wir werden nur gemeinsam alt. Ein Lebenslauf im Tango-Schritt reißt die dunklen Nächte mit. Zweigeteilt, kein einerlei. Restlaufzeit ist stets dabei. Das Spielzeug haben wir aussortiert, die Kinderzimmer für Gäste reserviert. Zum Geburtstag gratuliert das Autohaus, wir sehen noch ganz passabel aus. Thank you.
tanz mit mir den Marathon. Der Bote liegt im Kühlhaus schon. Die Nachricht ließ uns beide kalt. Wir werden nur gemeinsam alt. Das Essen auf Rädern fährt an uns noch vorbei. Doch all unsere Freunde sind nicht mehr dabei. Im Kühlschrank schimmelt's, Kalorien reduziert. Die Aktien haben sich nicht rentiert. Ein Vordiplom in Alterswissenschaft. Die Prüfungsangst ist hausgemacht. Wir schwitzen bis zum letzten Hemd. Trauerfeiern sind uns nicht mehr fremd. Der Botenwalzer. Götz, zum heutigen Tag hätten wir eigentlich was Aktuelles auch machen müssen, die dem sozusagen gefährlichen Alter noch viel näheren Rolling Stones haben das gemacht. Irgendwie ein Song nach dem Motto irgendwie sowas wie City of Ghosts oder Ghost City, ich weiß auch nicht ganz genau, wie es heißt. Gibt es auch das Video, habe ich noch nicht gesehen, ich habe es heute nur gehört, klingt so, wie die Stones halt so klingen. Und das ist ein Corona-Song, ein echter, fetter Corona-Song. Wahrscheinlich kriegen wir in den nächsten Jahren jede Menge anderes Zeug noch. Eine Corona-Oper, Corona-Musical, Corona-Krimis, Corona, alle möglichen Bücher dazu, Fachbücher, Sachbücher. Ich und mein Corona-Tagebuch, ich und meine Corona-Tagebücher. Also man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Corona-Literatur, Kritik gibt es dann sicherlich auch. Und wie ich das Virus besiegte, wie mich das Virus heimsuchte, wie mich das Virus aufsuchte. Also man kann da sich einiges vorstellen. Wir haben nichts, gar nichts, null. Das ist schon ein bisschen bitter, wie ich finde. Aber ich habe gedacht, das letzte Stückchen, was wir heute vorhaben, das ist auch ein bisschen Corona. Eigentlich heißt das ja Bürgerterz. Und das ist eigentlich so ein Wutbürgersong. Der könnte theoretisch aber auch sozusagen ein bisschen koronesk umformuliert werden, also in Teilen zumindest, finde ich. Und ja, der Bürgerterz heißt Bürgerterz, weil er in Terzen funktioniert, glaube ich. Wolltest du noch was sagen, Götz? Dann fangen wir mal an. Bürgerterz. Für alle, die ein bisschen böse sind. Der Bürger lässt das Bürgen sein. Die Putzfrau stellt das Putzen ein. Der Staatsmann entmannt das Staatsgebiet. Der Henker hängt sein Fingerglied. Das Fußvolk folgt nicht mehr dem Fuß. Der Geiger vergeigt sich mit Genuss. Der Lehrer lehrt sein eigenes Hirn. Der Banker schenkt den letzten Zwirn. Do, da, di, da, di, da, 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 di, da, 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 do.
Der Freier freit seinen eigenen Leib. Der Reporter lügt zum Zeitvertreib. Die Rente rennt nicht mehr davon. Der Pfarrer sucht den Judaslohn. Das Krieg, der geht nun auf zwei Beinen. Den Dichter holt die Dichtung ein. Das Schicksal findet sich nun schick. Das Kalb verschluckt den Kälberschreck. Jagt sein eigen Blut. Der Alien alliiert vor Wut. Die Spießer spießt den Nächsten auf. Die Uhren ticken im Rückwärtslauf. Die Trommeln trommeln zum Schafott. Die Weltgeschichte wird kompott. Du, da, di, da, di, da, 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 di, da, 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 du. Scheint nur noch zur Nacht. Die Philosophen haben sich umgebracht. Die Flüsse fließen jetzt bergauf. Die Hölle lädt zum Schlussverkauf. Achtung, neue Textzeile. Die Hölle lädt zum Schlussverkauf. Das Virus hält die Taschen auf. Die Hölle lädt zum Schlussverkauf. Das Virus. Schönen Dank. Das war Dubtext aus Magdeburg. An der Gitarre Götz Günther, mein Name ist Uli Wittstock und ich danke den Kollegen an der Technik. Christoph hat den Sound gemacht und ich weiß gar nicht, wer an der Kamera ist. Ich habe vergessen nachzufragen. Gerrit an der Kamera. Wir haben weder was davon gehört noch gesehen, aber es war wirklich toll, wie sie es gemacht haben. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Ich danke allen, die zugeschaut haben. Wenn nächste Woche der Ministerpräsident möglicherweise weise aus dieser Ministerpräsidentenkonferenz zurückkehrt und sagt, möglicherweise können wir eine Lockerung machen und vielleicht möglicherweise so bis zu 50 Personen wieder öffnen, dann kommt alle in die Clubs zurück. Es gibt viel nachzuhören, viel nachzuholen. Alle warten auf euch. Schönen Gruß auf die Couch. Tschüss, sagt Dubtext. Huhu.